Aber Rafim wird sich auch sagen, viel Spaß in der Richtung, ich gehe da hinten eins saufen. Aber Inquisition, meucheln ist ja auch dann unter den Umständen nicht erlaubt. Das ist ja sozusagen, dass du dann inquisitorische Verfahren eigentlich machen musst. Du musst die Alte cashen und die inquisitorisch jetzt hier von mir aus foltern, ausquetschen, verurteilen, verbrennen oder sowas. Wir machen es umgekehrt. Erst verbrennen, dann befragen. Ja, dafür haben wir doch unseren Hirntoten hier von unseren Hirntronen Preiosgläubigen. Ich muss sagen, ich bin einfach nur nicht so begeistert von der Aussicht, den ganzen Tag krank und besoffen zu spielen. Musst du nicht. Du musst halt nur deine Zechen musst du nicht. Überrede einfach andere Leute, dir jetzt hier Alkohol zu geben, dir kein Alkohol zu geben, sondern dir Heiltränke immer wieder in dich reinzuschütten. Dann kannst du doch auch sozusagen ohne diese ganzen Sachen auskommen. Hast leichte Erschwernisse nur, bist aber ganz normal und ja. Gut, okay, du musst ein bisschen hüßeln, ja. Ich meine, bist du nicht eh hier Raja-Geweihter? Du hast doch vermutlich eh Zechen 8, 9, 10 oder sowas. Auf 6 erst. Ihr kifft doch den ganzen Tag. Das heißt nicht, dass ich es aushalten will, oder? Ich will ja bekifft werden. Gut, aber man muss doch viel vom Produkt nehmen, damit man das Produkt genießen kann, oder nicht? Nö, du musst es nur genießen also können. Die Sache ist aber auch, ist dabei egal, auch wenn du genießt es. Ja, aber hier, Zechen sorgt ja dafür, dass du am nächsten Tag keinen dicken Kopf hast und sowas. Das ist ja gar nicht, dass du mehr davon brauchst, um high zu werden. Das ist ja die völlig falsche Einstellung zu dem Talent. Ja, eigentlich ist das, du trinkst es und wenn du verkackst, dann bist du besoffen, fertig. So haben wir das immer gespürt. Ja, das ist ja völlig falsch. Dann bist du besoffen ohne Kontrolle. Ansonsten bist du besoffen mit Kontrolle oder du hast am nächsten Tag keinen dicken Kopf und so. Das ist doch der springende Punkt dabei. Dann ist Zechen doch eigentlich für die Raja-Geweihten mega wichtig. Natürlich, damit wendest du ja auch in die Sucht ab, die durch Suchtmittel entsteht. Wenn du dann Zechenproben nicht schaffst, bist du eher süchtig. Das ist super wichtig. Ja, irgendwann steige ich es mal, wenn ich mal irgendwann AP habe. Ich habe gerade so ungefähr 30 Talente, die ich gleichzeitig nebenbei steigern muss. Also, irgendwann muss ich halt Abstriche machen. Ja, das ist halt, ich muss so viele Talente gerade extra noch hochziehen, die ich einfach gar nicht hatte. Der komische Zeichen, oder? Von dem Dorf im Norden. Da ist ein Burgfried mit einer Steinmauer. Und der Rest sind Wälder. Das ist die Supersiedlung. Die verteidigen wir. Da stellen wir uns hier auf die kleine Brücke und dann halten wir die. Du musst doch bloß außen rumlaufen. Ja, nein, aber hier, das machen die nicht. Die laufen nicht außen rum. Die sind vernünftig. Genau. Wenn man die Bauer schon gebaut hat, dann laufen die auch gefälligst dagegen. Also ich laufe übrigens heute nicht zu der behinderten Hexe, ne? Das könnt ihr ganz stark vergessen, nur dass wir das kurz vorher kommuniziert haben. Ach, okay, warte mal. Ich frag einfach Kiaras, ob er dich betört und überredet. Ja, ich hab Selbstbeherrschung 12. Ich komme da vielleicht sogar gegen an. Aber du weißt doch, unter dagegen Spieler zu sagen, ich setze meinen Betören-Skill ein, funktioniert nicht, weil der andere Spieler einfach sagt, nein, ist mir egal. Du bist ja eine schöne Nudel, aber sterben will ich für dich nicht. Du stirbst doch nicht, hast halt bloß einen Hexenschuss für den Rest deines Lebens. Ja, richtig. Da wünschte ich, ich wäre tot. Ja, der Hexenschuss sei noch der harmlosen. Ja, genau. Also die meisten weiß auf Granit sozusagen permanent, da gehst du am Stock. Ja, da bist du tot. Schlichtweg, du kannst nichts mehr essen. Du verhungerst. Ja, Hexe sind einfach behindert. Also zumindest die Flüche. Die sind behindert. Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, weswegen man sich überlegt, wenn ich mich mit denen anlege, ist Totschlag oder nicht mit Anlegen die Devise. Richtig. Meine Devise ist in dem Fall nicht anfassen, bleib weit weg von der Alten bleiben. Am besten in aller Anfasser ein. Ja, erst verbrennen, dann befragen. Aber das ist ja nicht rechtens. Und wir müssen uns ans Recht halten mit den weißen Charakteren der weißen Gruppe, der wir mittlerweile sind. Tja. Ja, ist so. Abelmir weiß. Ja, aber wenn Abelmir anfängt, die Alte jetzt zu verbrennen, dann stehen die anderen beiden da und sagen, Abelmir, es war nicht rechtens, wenn wir in Garret sind, werden wir dich dafür, oder in Wehrhahn sind, werden wir dich dafür vor Gericht stellen nach der Sache. Und dann müssen die das durchziehen, wenn die ihre Nachteile nicht abbauen, also sprich kein Bannstrahler mehr sind. Tja. Ja, ne, viel Spaß, die Alte da rauszuziehen, die Alte dann erstmal mitzunehmen und zu einem Gericht zu schleppen. Ich sauf mir so lange ein. Nee, die Inquisitoren, ich weiß nicht genau, ob die Inquisitoren einfach urteilen dürfen, aber ich weiß zumindest, dass wir zumindest das Recht haben, die Alte da rauszuziehen. Also ich finde, wir müssen auch erstmal gucken, ist die jetzt eine Gefahr für die Flüchtlinge?
Weil das ist ja jetzt eigentlich unsere Hauptaufgabe. Was soll die halt um das Scheißdorf rumlaufen? Ich meine, das ist jetzt hier keine Autobahn, die sind zu Fuß unterwegs, die können auch mal ein bisschen über den Waldweg laufen. Also eigentlich sollte sie auch ein bisschen den Flüchtlingen zählen, weil die muss ja auch weg. Die wird das schon hören. Also ja, wenn einer von euch da persönlich vorbeigehen möchte, bin ich der Letzte, der euch auffällt, aber ich komme nie mit. Ich meine, ich habe Magiekunde 0, die Alte ist ziemlich creepy. Ich bleib weg von der. Die ist böse Magierin. Böse. Mit Magiekunde 0, weißt du, was Hexen sind? Ja, vermutlich weiß ich. Zauberweiber mit Kräutern. Böse genau. Zauberweiber weiter. Nee, ich habe Magiekunde nicht mal aktiviert. Das sind unheimliche böse Zauberweiber, von denen du dich ganz weit entfernt hältst. Ach, keine Sorge, ich habe Magiekunde 30. Ich erzähle dir alles über die tollen Flüche von denen. Na gut, ich weiß gar nicht über die Flüche von denen, aber ich weiß zumindest, dass sie fluchen können und dann ist man ganz arm dran. Du musst so wie Torwalle machen, so einen Fetisch vor dir halten. Das hilft, garantiert. Und so ein, ich habe jetzt ja meinen kleinen Bohrern. Ich weiß gar nicht, was war das nochmal für ein Edelstein? Karneol. Karneol, genau, der hilft mir. Ein Glücksbringer. Den musst du reiben und dann kann nichts passieren. Du hast einfach einen Schatten. Aber jetzt wäre die Zwergartillerie eigentlich ganz gut. Wir könnten ja ein bisschen bombardieren, die blöde Bitch. Das fände ich gut. Du musst nur außer Reichweite bleiben. Ich meine, wenn dir irgendwelche Flüche kommen, die irgendwie anfassen verlangen, boom, schwere Artillerie. Du weißt ja, alle Katzen, die zu nahe kommen, werden direkt in zwei Teile gehackt. Und alle Krähen und alle Kröten. Alles. die ganze Tierwelt ausgerottet. Dass eine Katzenfixierung hat, Abelmir. Ich habe keine. Nee, aber wir haben ja gehört, dass die Alte eine Katzenfixierung hat. Ah, stimmt. Ja, vielleicht ist die Alte aber richtig sneaky und hat so eine ganz normale Haus-, Hof- und Wiesenkatze. Ja, ist doch egal. Jede Katze, die dem Fühler zu nahe kommt, hack, hack. Katzenfälle. Rheumadecken. Bist du Alf? Wir machen erstmal alle Katzen tot, die wir finden. Und essen sie. Ja, okay, Abelmir. Er ist echt Alf. Beruhig dich. Nee, bei der Alten würde ich ganz klar sagen, ist die Devise, wir bleiben ganz weit von der weg. Wenn ihr uns da irgendwie 5 Flüchtlinge wegklaut, dann... Naja, dann sollst du sich mit den Paaren und glücklich werden, sagst du. Jalan, das wieder als halber Bandstrahler oder als Bandstrahler... Ja, ich sag ja auch nicht, dass ich den aufhalte. Ich sag nur, dass ich nicht mitkomme. Das sind ja 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Ein langen Stock schiebt nach vorn. Genau. Lauf, los, Bandstrahler, los. Die Kette lösen. Dann machst du den Knebel raus, machst die Fesseln ab und dann rennt er da schon von genau. Der Kleine hin. Die Fesseln lösen, die Kette lösen und die Kiste aufmachen. Pass los. Los, Bandstrahler, schnapp sie dir! Nur am Kriegsfall öffnen, die steht auf der Kiste groß drauf. Einmal die Woche bitte Nahrung einwerfen. Genau. Ich mit diskutieren sind sehr unerträglich im Allgemeinen. Du? Ja, auf jeden Fall. Nee, Bandstrahler. Wir haben schon uns überlegt, wir lassen nicht einfach auf die Hexenalte los. Die gibt's ja auch noch, da habe ich halt keinen Bock zu. Sag mir sowas wie Jalan, da ist und du bist ja zum Glück dazu verpflichtet, was zu tun. Da ist die böse Hexe los. Technisch Jalan, gesehen seid ihr alle dazu verpflichtet, was zu tun. Technisch gesehen ist das hart am Arsch schlägt. So als Gaugrafen. Ey, die Hexe ist unter einem Gau, Junge. Ja, ich will da ja noch nicht hingehen. Ich bin der Gaugraf und ich sage dir, ich will da nicht hingehen. Weil momentan teilen wir uns ja alle den Rang. Also, wenn ich nicht der Meinung bin, da hinzugehen, dann muss ich das ja nicht mal. Ich der Meinung bin ich dafür. Nein, ich will keine Nein zurück. Aus. Nein, halt, stopp, weg. Ach. Wir holen uns einen langen Stock und schieben dich so ein bisschen in Richtung Hexe und sagen dann, hol sie dir, Jalan, los. Braver Bandstrahler. Attacke. Sag ich, was du kannst. Gegen Hexen nicht viel, muss er mehr steigern. Ja, jetzt wäre der Zwerg ganz gut gewesen. Der hätte das halt, ich meine, die 200 Leute hätte er nicht überlebt, aber der hat halt immer eine 16 haben er. Vielleicht kann ich 200, auch nicht. Die 200 Bauern überlebe ich. Wer hat denn Ritualkenntnis von 200, 2 oder so? 200 angreifende Bauern überleben. Indem ich mich auf eine Brücke stelle.
Ja, und dein Ausdauerverlust wird dich trotzdem töten, weil dann kommen sie irgendwann ran und dann stehen sie. Dann rufe ich ganz laut, Talion Mel, hilf mir, und dann geht das schon. Ach so, dann kommt Talion Mel zu dir, weil du Prios. Richtig, die sagt dann, ey, du bist ein geiler Typ, pass auf, so machst du das. Du stellst dich auf die Brücke und sagst, so. Komm, maximal Stimmen in deinen Kopf, die sagen, komm, ich kann dir helfen, ich mach sie alle kaputt. Genau. Ja, das Problem ist, dann wird wie bei Talion Mel die Brücke geflutet und Charybdoroth sagt, haha, genatzt.